Haltet die Armbrüste gerade! Ja, das geht doch ganz gut. Die Sache ist so gut wie erledigt. So. Jetzt hier hin. Naja, die Hälfte habe ich überstanden. Salvenfeuer! Schafft ihr das, oder? Ja, schaffen sie. Das stört ihn gar nicht. Achtung! Die Sache ist so gut wie erledigt. Okay, auf den Ritter, Sagt nur, was ich tun soll. Glaube ich nicht ganz so viel Wollers. Abwarten! Kommt alle drauf, alle drauf, alle drauf. Den Ritter, der Ritter muss das schaffen. Haltet die Armbrüste gerade! Ja. Schafft mein Ritter das gegen die zwei, wenn ich den helfe? Ah, ne, okay, der ist tot. Ah, den erhebt man noch down. Muss treffen. Und dann werde ich mal ganz kurz. Moment. Hier hinten drei neue Wir Ritter haben machen. Zu wenig Ehre, Meister. Was? Was? Nicht genügend Waren. So, na dann, hier kommen. Nicht genug Ehre, Herr. Ach, mehr Ehre brauchen wir gar nicht. So. Neun süße kleine neue Ritter. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Die Menschen freuen sich über eine bevorstehende Heirat, Sire. Das ist aber schön für die Menschen. So, wir haben die Hälfte rum und es steht noch ungefähr die Hälfte da. Hier steht auch noch eine ganze Ecke Ritter. Was haben wir hier? Ja, also. Schnell! Es wird wahrscheinlich, wenn ich die oben ausschalte, wird es ziemlich simpel, durch diese Reihen durchzukommen. Weil hier haben sie absolut keine Fernkämpfer mehr und die fünf da oben, auf die könnte ich sogar mit Blatt machen, wenn ich die dann schaffe. Es ist nur wichtig, dass wir die schaffen. Unser beider Schicksal ist eines. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich sind sie alle besattelt. Ich sattel mein Pferd und Pferde mein Sattel. Gefährdete Sattel. Was? Ich glaube wieder scheiße. So, dann. Kaufen. Festmal halten. Nicht genügend Waren. Waffen werden benötigt, mitnehmen. Sire. So, dann. Ihr seid mein Gebieter, Herr. 9 und 7, die kommen hier mit hin. Reiten wir! Und dann habe ich wieder 9 Ritter und 20 davon. Das ist genauso viel, wie ich gerade eben hatte. Sollte also durchaus reichen. Und dann werde ich im Nachhinein jetzt nochmal. Die Leute brauchen Streitkolben, die habe ich nicht. Okay. Weil die sind ja recht schnell unterwegs gewesen. Ja, da muss ich schon noch irgendwie was verkaufen. Warte mal, verkaufen. Ich verkaufe mal das hier und ich verkaufe mal. Was könnte ich noch verkaufen? Das da könnte ich noch verkaufen. Kann ich nicht verkaufen. Holz. Oh, Holz kann ich verkaufen. Warte mal, Holz verkauft sich bitte bei 40. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Dann kann ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Streitkolbenkämpfer machen. Und habe ich keine Ehre mehr, ich bin begeistert. Yay! So. Wo gibt's Ärger? Wo ist der Kampf? 10 Leute, bitte nochmal mit dahin. Bewegung! Das ist Geschwindigkeit, so wünsche ich mir Geschwindigkeit. Marschieren wir? So, kommt mal her. Na los doch! Und die natürlich los dahin. Geht's. So. Und dann passt das alles auch. Dann passt das alles. Kommt schon. Bewegung. Ja. Dann sehe ich. Also ich greife jetzt die Typen hier an. Dann greife ich die Typen da an. Dann renne ich währenddessen. Dann stelle ich meine Typen hier hoch. Die können sich dann hier hinten um alles Mögliche kümmern. Aber hier unten haben sie noch Fernkämpfer, siehst du mal. Dann stelle ich meine Typen hier hoch, die können sich dann hier um die ganzen Leute kümmern und währenddessen breche ich mit meinen Leuten rein. Die hier sollten meine Leute ohne Hilfe packen. So, schauen wir erstmal. Also, 19 Bogenschützen. Auf den da. Bereit, Sire. Zu den 10 davon. Moment. Angriff. Schlagt sie nieder!
Okay, sehr schön. Waffenschulter. Jetzt haben wir nämlich das Gute, dass die wahrscheinlich erst die angreifen werden hier. Angriff, Angriff, einfach nur draufhauen, einfach nur draufhauen. Lade nach. Einfach draufhauen auf alles, einfach draufhauen. Okay, sehr schön. Haltet die Armbrüste gerade. So, auf die Bogenschützen, komm auf die Bogenschützen. Jawohl, 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 jawohl. Machen wir es sogar anders. Ich schicke die drei Leute jetzt hier runter. Prüf und die, die Leute schicke ich jetzt hierher. Gehen los. Und was die kümmert euch, Sire? Schicke die ich auch hier runter. Warme Gefühle für euch, hier, die schicke ich dahin. Und die können sich dann hoffentlich jetzt um die Leute hier kümmern. Eigentlich müssten sie es schaffen. Jawohl, genau. Na los, greift an. Attacke. Sehr schön. Jetzt machen die nach und nach erstmal hier alles fertig, was sich ihnen in den Weg stellt. Was, genau jetzt ein Angriff oder was? Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Na, greift doch hier an. Jeder Bolzen muss treffen. Schnell! Bleibt doch mal da stehen, bitte. Unser beider Schicksal ist eines. So, ihr greift jetzt mal da rein. Los, da rein, da rein, da rein, da rein. Attacke, 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 Attacke. Genau, und da will ich jetzt Krieg sehen, will ich da drinne. Krieg sehen. So, wie sieht's hier aus mit dem? Ist das eure? Sieht erstmal ganz gut aus. Ich will hier drin aber Krieg sehen. Vor allem hier bei den Armbrustschützen. Die machen nämlich eine ganze Menge Schaden, die Leute. Wir werden angegriffen. Sir, so, die gehen dahin. Mein nobler Herr. Ich will tote Armbrustschützen sehen. Versteht ihr das noch nicht? Machen die das, was machen die zwei eigentlich da? Geht es in die Schlacht? Der greift doch an! Der scheint irgendwie keine Lust mehr zum Angreifen zu haben. Mein Schwert ist das eure! Gut, der ist tot. Waffenschultern! Haltet die Armbrüste so gerade! Salvenfeuer! Hoch! Der dann noch. Lade nach! Dann stellen wir uns mal hierher. Und theoretisch müssten wir von hier aus ja. Los geht's! Ich will ja, wenn die angreifen, dann lass ich meinen einfach stehen. Schnell! Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. So, na dann fangt mal an. Okay, und ich fange jetzt hier an. Leute zu machen. Oh, ja, cool. Geld habe ich noch, aber Ehre habe ich absolut keine mehr. Okay. Dann fangen wir mal an. Huch. Mit drei Rittern. Wir brauchen noch mehr Ehre, Sire. Was, mehr Ehre? Oh. Okay. Kann man das eventuell kaufen hier irgendwas? Nee. Guten Morgen, kann nur alles verkaufen. Eure Lordschaft. Da machen wir mal noch vier davon. Wir haben zu wenig Ehre, Meister. Ah, wir haben gar nicht zu wenig Ehre. Bereit, Sire! Na nö, was ist denn hier los? Abwarten! Die Leute sind alle geflohen oder tot? Lade nach! Was für ein schöner Tag es ist, Sire! Das ging einfach! Das ging Haltet verdammt einfach! Gerade. Okay. Dann würde ich sagen. Euer Zeichen, Sire? Pfeile schießen! Army go! Marschieren wir! Zu Pferd! Aufsitzen. Und dann geht's hier gleich rund, meine Lieben! Geht es in die Schlacht? Ja, tut es! In die letzte Schlacht!
Ihr reitet jetzt einfach mal hierhin. Treibt die Pferde an! Und wir kümmern uns um den Rest. Nehmt die Armbrüste hoch! Die rennen zum Glück direkt auf uns zu und da hinten stehen diese komischen Bogenschützen. Wer bist du? Kind, ich will Soldat werden, wenn ich erwachsen bin. Dafür werde ich sorgen. Prüf die Waffen! Lass das Kind ja in Ruhe. Aber ich glaube nicht, dass das Kind Soldat werden möchte. Ich glaube nicht, dass Soldat irgendwann in irgendeiner Zeitalter mal schön gewesen sein soll. Na, nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Der. Salvenfeuer! Und der. Haltet die Armbrüste gerade! Ich folge eurem Attacke, Bann. Los! Ah, die töten die Pferde. Nein. Egal. Zack, zack. Auf sie, kommt. Jeder Bolzen muss treffen. Wir werden angegriffen. Na, auf sie, los. Feuer! Bogenschützen, ihr seid die Geschwindigkeit, die ich suche. Geht es in die Schlacht? Marschieren wir? Attacke! Tötet sie alle! Bringt sie zu Fall! Yeah, Bogenschützen-Power! Lass sie fliegen! Und jetzt geht's zum letzten Akt. Wir begeben uns in Richtung Schlusslicht. Das haben wir noch gut gemeistert mal zwischendurch, ausnahmsweise mal. Muss es auch mal geben, so ein Glanzlicht von mir. So, dann hauen wir das Zelt hier noch kurz kaputt. Und dann müsste es eigentlich, indem ich mich hier herstelle, einfach beendet sein. Theoretischerweise. Also eine weitere Option habe ich nicht. Vorwärts! Na dann, kommt. Na komm, Bogenschützen. Eure treuen Bogenschützen. Schneller! Wir haben keine Zeit zu verlieren, Lady Catherine wartet auf uns. Aber mit dieser winzigen Armee werden wir wahrscheinlich nicht viel ausrichten können gegen den Wolf. So. Der Herr stoppt. Die Zeit ist kurz, Sire. Ihr müsst schnell reiten, um Lady Catherine zu helfen. Ja, hab ich doch getan. Oder? Unser beider Schicksal die Pferde? Ist eines. Waffen schultern. Vorwärts. Ich muss hier hin, oder? Hä? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Ja, aber das ist doch der Weg, wo ich hin muss, oder? Sagt nur, was ich tun soll. Durch Belagerung brechen und zu Lady Catherine reiten. Ja, wie denn? Da brauche ich Pferde, oder wie? Okay, da kommen die Pferde. Soll mein Lord dahin, oder was? Oh, bitte lass es mit den Pferden jetzt geglückt sein. Das wäre ziemlich simpel. Komm schon. Ich schicke einfach mal meinen Lord in Richtung. Nicht, dass der wirklich hier muss. Kommt schon, Pferdchen. Kommt schon. Jetzt habe ich beritten. Unser beider Schicksal ist eines. Reiten wir! Galoppiert! Hä? Jetzt komm schon, verarsch mich nicht. Wir. Euer Zeichen, Sire? Ich schau mal ganz kurz nach. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Und ja, ich hatte recht, der Lord muss hier noch her. Wo ist er? Der Lord. Warum kann der Lord nicht reiten? Das verstehe ich nicht. Angriffsstellung, offene Formation. Ah, Lord, beeil dich. Weil alle reiten so außer der Lord. Die ganze Armee steht schon hier außer ihr Lord. Ihr seid der mein Gebieter. Ja, Marsch spielt mal wieder seine extra Rolle. Unsere Bögen werden singen. So, kommt mal alle mit. Augen auf, wir Männer. Nehmen die gesamte Streitmacht einfach mit. Ich überlasse euch die Burgbauern, ich schenke euch die Burg. Ich brauche sie nicht mehr. Eure Lordschaft. Kümmert euch gut drum. Ihr werdet hier auf jeden Fall in Frieden leben können.
wie das halt so ist. Und während der Lord da jetzt zu Lady Catherine im Eiltempo läuft, weil ich meine, der Lord, der ist wirklich auf das Wohl der Dame besorgt, das sieht man wirklich an seiner immensen Geschwindigkeit hier. Der ist wirklich absolut. Also ich würde ja rennen, aber oder auf Pferd steigen, aber der weiß genau, was er gewinnt, deswegen der ist sich total sicher. Und ich trinke das mal einen Schluck. So, hier guck, ich tue das Mikro hoch, das hört man jetzt so und dann. Lecker. Wir machen uns den ganz chilligen, ruhigen. Der Dame kann gar nichts passieren. Ich meine, immerhin sind das wir, ne? War da nicht Stephen Hawking? Wieso sind der Lord, der Burgherr? Da kann nichts passieren. Wir kommen mit 20 Mann an. Damit werden wir jede Armee sofort im Boden stampfen. Die Geschichte war. Naja, gut, sag mal 50 Mann. Wir sind einfach fabulös. Weiß Bescheid, ne? Och, da unten, da ist gerade ein Blaukirchen? Hieß die Dinger Blaukirchen oder Blauschwänzchen? Ne, blau. Ich hab keine Ahnung. Jetzt beweg dich doch mal, du Elender! Gut gemacht, Sire. Ich habe den Hauptmann der Jäger zum Kommandeur der Verteidigung ernannt. Jetzt aber schnell zur Abtei, mein Herr. Wir sind siegreich, Sire. Den Hauptmann der Jäger zum Kommandeur der Verteidigung. Okay. Na dann. Der Bischof von Redham. Na dann, wollen wir mal schauen. Aber das war's in der nächsten Aufnahme, meine Damen und Herren, denn ich mache hier erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht heute Abend schon, ich weiß es noch nicht genau. Denn es heißt, der Bischof von Redham. Wir werden Lady Catherine auf jeden Fall nicht dem Wolf überlassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Was soll das da eigentlich darstellen? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Ei auf dem Scheiterhaufen.